Hallo, spieletastische Grüße und herzlich willkommen. Wir sind an Tag 6 angelangt und die Sabrina hat gemeint, sie filmt sich einfach mal einen Tag lang, zumindest teilweise bei ihren Tätigkeiten für spieletastisch.de. Dann habt ihr mal einen Eindruck, wie das Ganze bei uns funktioniert, wie man die Spiele zusammenträgt, was mit Anlieferung ist und so weiter. Viel Spaß dabei. So, guten Morgen. Ich bin Sabrina von Spieletastisch und ihr hattet ein paar Mal angefragt, ob wir euch mal einen Ablauf zeigen können von Spieletastisch. Ja, und deswegen müssen heute alle hier vor die Kamera. Nein, die verstecken sich wahrscheinlich großteils alle, aber ich nehme euch mit und zeige euch, was ich normalerweise tue. Wichtigstes zuerst. Lass mal sehen. Sicherheitsschuhe. Was ich jetzt als erstes mache, ist der Gang ins Büro zu fragen, ob die Bestellungen soweit alle vorbereitet und erfasst sind und kontrolliert sind, ob irgendwelche Sachen fehlen, ob irgendwelche Vorbestellungen sind und so weiter und so fort. Und ihr kriegt nur mich zu sehen. Haha. Ist das Tablet soweit? Ja. Wenn ich mitnehme? Gut. So, das, was ihr hier hinten alles seht, ist alles unser Lager, unser Spieletastisch-Lager. Und früher mal mussten wir alle Bestellungen einfach ausdrucken, um sie aus dem Lager zu holen. Mittlerweile haben wir so ein schickes Gerät. Hahaha, Passwort. Und das sieht in der Regel erstmal völlig leer aus. Da muss ich erstmal gucken aus Datenschutzgründen. Ha! All diese Themen hier. Also, mach das mal schnell durchlaufen, sodass ihr auch nichts lesen könnt, aber das sind so die ganzen Bestellungen hier, die ich jetzt bearbeite. So. Und dann sieht man hier schon, momentan nach Lagerort sortiert, was heute alles so auf mich zukommt. Mein erster Blick ist meistens, ob wir irgendwelche Mängelexemplare dabei haben. Haben wir zweimal. Die muss ich nämlich aus dem Büro holen. Ha, die sind nicht eingelagert. Was suchen wir? Goons in Flipper Mania. Ich filme mal so, dass ich euch möglichst nicht sehe. Ich bin so klein. Warum? Nein. Das. Und was wollte ich jetzt noch? Ah, Flippermania. Flippermania, wo steht denn das jetzt auch wieder? Ah, hier. Ja. Hier. Die lege ich mal zur Seite. Ich weiß noch nicht, wann ich sie brauche. So. Jetzt sortiere ich das Ganze mal um, nämlich nach Kunden, damit ich auch die richtigen Spiele bei den richtigen Kunden habe. Dann schauen wir mal, was brauchen wir. 4K4, Pandemic Legacy, auf 4G2, 4K4. Tokaido und First Red. Versuche das jetzt mal zu filmen, ohne dass man großartig Kundendaten sieht. Kann ich jetzt hier die Spiele anklicken, die ich rausgesucht habe, und dann verschwinden die und dann geht es nachher weiter mit den Lieferscheinen. Lauf, du traust dich wohl nicht an mir vorbei. Nee, kennst du es auf dir? Natürlich. Also, falls du es nicht wusstest, ich drehe halt den Ablauf. Ja. Ja, genau. Deswegen okay, renn Kamera durch oder wink mal. Genau. Ja.
Ja, hier zum Beispiel kommt so eine ganz lange Liste. Also die kann ich dann zum Beispiel einfach alle anklicken, wenn ich durch bin. Dann taucht hier so ein tolles, mal sehen, so ein tolles Häkchen hier auf. Heißt, ich habe das Spiel schon eingesammelt. Ich glaube, niemand diesmal nehme ich das Tablet mit. Ist ein bisschen lang, bisschen lange Liste hier. Bist du da schon eingeloggt? Nein. Sabrina, wie kannst du denn Spiele taktisch machen, um überhaupt überall einzuloggen? Ja, das geht ganz einfach. Ich nehme einfach das Tablet und mache genau das, was mir da dran steht. Ich hatte noch nicht vor, Spiele wegzuräumen. Ich weiß doch, wie gern du das machst. Ja, dass ihr das wisst, warum sich der Martin gerade bei mir beschwert. Aha. Weil er will einen Wagen haben. Die sind nur gerade alle in... Ja, sind alle belegt. Das heißt, er muss erst mal leer räumen. Aber das machst du doch morgens so gern. Ja, genau. 6F04. Ist das was Neues? Also ich kenne Sporlopolis, aber Akropolis kenne ich noch nicht. Oh mein Gott. Oh, sind die großen und fetten Sternspiele immer oben. War das ein Selbstgespräch oder ein Hilfegesuch? Also wenn du drauf eine Antwort hast, darfst du mir die auch gern geben. Warum die großen und fetten Spiele immer oben sind. Ach so. Du meinst, ich will lieber erschlagen werden? Das ist jetzt eine Frage der Körpergröße. Also in meinem Fall ist es definitiv eine Frage von erschlagen werden. So. Zwei Türme fertig. Mehr Türme. Was ist überhaupt mit diesem Spiel los? Das wird hier ständig bestellt. Da fehlt noch was dazwischen. Einmal die Quacksalber von Quedlinburg. Also das hier ist ein sehr fragwürdiger Turm mit diesen zwei Spielen dazwischen. Fangen wir schon neu an. Juppie, das war's. Kann ich hier weiterklicken, kann ich euch allerdings nicht zeigen, weil da immer noch ganz viele Daten draufstehen. Was ich zeigen kann, wie verdeckelt ist am blödsten, so in etwa, ist, dass da unten noch zwei Knöpfe sind für Lieferschein und Verpackungen, damit ich vom Tablet aus die Lieferscheine drucken kann. Und die UPS-Label erstellen kann. Es rattert jetzt und lädt, weil die Anmeldung zu UPS eine Weile dauert. Oh nein, Achtung! Martin? Ja?
Wichtige Frage. Ja. Hast du auch Sicherheitsschuhe an? Natürlich habe ich Sicherheitsschuhe an. Denn nur mit Sicherheitsschuhen ist der Gang durchs Lager mit den zulässigen Gesetzmäßigkeiten gewährleistet. Richtig. Also ansonsten gibt es halt eine fette Abmahnung. Ja, richtig. Und kaputte Schuhe. Und kaputte Schuhe und Füße. Ja, das wollen wir nicht. So, und dann kann ich hier auch gleich die Label noch drucken für die UPS-Sendungen. Ich wollte gerade sagen, und dann eigentlich ist es Zeit für den wichtigsten Moment am Tag, wenn die Birgit aus dem Büro kommt und sagt Frühstück. Dann haben wir Frühstückspause / Teambesprechung / wir reden mitunter auch nur Quatsch und haben dumme Ideen. Wäre möglich. Ja, und dann versuche das jetzt nochmal irgendwie abzudecken. Gibt es hier unten so einen tollen Knopf mit einem Häkchen dran und wenn ich auf den drauf drücke, dann sollten jetzt alle, die bestellt hatten und ich hier gerade bearbeite, eine E-Mail bekommen, dass ihr Päckchen unterwegs ist. In der Theorie ist es noch nicht unterwegs, aber es wird rechtzeitig zur UPS-Abholung unterwegs sein. Ding, 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 ding. So, dann haben wir da hinten eine Maschine. Ja, da kommen unsere UPS-Label raus. Und dann haben wir hier einen Drucker. Das sind unsere ganzen Lieferscheine. Die lege ich mir dann hier schon mal hin an meinen Arbeitsplatz. Mit meinem Klebeband, mein UPS-Label, mein Wagen voll Spiele, meine Kartons, die leere Palette, auf die ich nachher alle fertigen Spiele stapel. Und dann kann es nach dem Frühstück losgehen. So, Frühstück ist rum, weiter geht's. Slapstick lässt grüßen. Ich konnte jetzt nicht sehen, aber ich habe gerade meine Labels blöd im Klebeband festkleben lassen. Paar Werbeflyer, Kleber. Normalerweise arbeitet mir der Martin montags gegenüber. Der ist aber noch irgendwo. Klebeband. Filmmaterial, Spiel, Lieferschein. Adresskleber. Fertiges Päckchen. Material. Halt mir auf. Doch, er geht. Aber nur weil die Kamera an ist. Ich bin so
klein und schwach. Ich bin so klein und schwach und die Rolle wiegt so viel wie ein Elefant. 20 Kilo. So viel wie ein Elefant. Meistens mache ich sie alleine, aber Sascha kam gerade so geschickt vorbei und hatte die Hände frei. Martin, ich freue mich richtig, dass du wieder da bist. Ich habe Angst. Komm, das war jetzt die positive Hälfte des Satzes, jetzt kommt die negative Hälfte. Weil? Dann jemand die Kartons auffüllt. Richtig, weil jemand die Kartons auffüllt. Wenn der Martin nicht da ist, dann muss ich ja praktisch selber meine Kartons da oben wieder auffüllen. Und wenn er da ist, dann ist er auf der anderen Seite, wo die Kartons sind, dann füllt er mir die noch auf. Dann muss ich das nicht machen. Das hat viele Vorteile. Zum einen muss ich nicht so weit laufen. Zum anderen bin ich halt so klein und schwach und deswegen... Willst du das jetzt von den Kunden als Running-Gag etablieren? Naja, also klein schon, schwach jetzt nicht unbedingt. Also, dank dir habe ich gelernt, kleine Leute können ganz schön groß sein. Wenn kleine Leute ganz schön groß sein. Große Klappe meint er damit. Ja. Die Bestellung mit diesen Artikeln, hast du die zurückgeschoben? Ja, weil ich es in dem Moment nicht gefunden habe und dachte, ich irgendjemand weiß bestimmt, wo es steht und sagt es mir dann nachher gleich. Ach so, okay, es war auf dem Neuheitenwagen fürs nächste Video, deswegen konnte ich das vorher nicht finden. Oh, Sascha, jetzt habe ich das so kompetent überspielt, dass ich die Bestellung nicht finden konnte und jetzt kommst du her und outest mich. Also in Wirklichkeit war das so, dass ich vorhin eine Bestellung zwischendrin hatte. Das habe ich, wie gesagt, ganz kompetent überspielt, dass ich einen Artikel davon nicht finden konnte. Und habe dann einfach das in unserem Tablet auf eine Bearbeiten-Funktion geschoben, damit die mir im Büro nochmal prüfen, wo mein fehlender Artikel ist. Aber das Sascha hat ihn gefunden. Der war wohl auch gar nicht verlegt, nicht versteckt, sondern einfach nur unsere Neuheiten war. Das ist der gute Wagen, den wir uns immer zur Seite stellen, damit der Sascha dann weiß, welche Spiele er in seinem nächsten Neuheiten-Video vorstellen muss. Und wir dann nicht alle zwei Wochen freitags, oder nee, eigentlich eher mittwochs, durchs Lager rennen müssen, um zu gucken, was kam denn jetzt die letzten anderthalb Wochen alles neu rein und wo haben wir das hingeräumt. So, ungefähr so geht es wahrscheinlich die nächste Stunde oder so weiter. Deswegen zeige ich euch dann erstmal wieder was, wenn es was Neues gibt, was wir tun. So, mein Wagen ist wieder leer. Jetzt geht's weiter mit Anlieferung. Yay, mehr Spiele! Der Wahnsinn. So. Obligatorischer prüfender Blick um die Schachtel drumherum. Der Fülltest. Fühlt dich gut an. Das kenne ich noch nicht.
Ich glaube Inheritance. Choose your sinister share. Build your evil empire. Normalzustand beim Auspacken. Normalzustand beim Auspacken. Kommen neue Spiele an, man muss erstmal dran stehen und lesen. Was ist das nur? Und dann wieder der prüfende Blick um die Ecken rum. Dass auch keine Ecken eingedrückt sind. Die wichtigere Frage ist, wo zum Teufel ist unser Lichtschein? Ich habe einen Lichtschein gefunden. Tada! Etchen. Two against the world. 2 bis 8 Spieler. The night mutant of always. Harness magic and military. Temple enemy defenses. It's a 2-to-8-layer card drafting game where teams of 2 compete against each other in fierce skirmishes and fast global conflicts. 2 versus 2 versus 2 versus 2 and more. Okay, scheinbar spielt man immer in Zweierteams. Klingt interessant. Ja, bin mal wieder abgelenkt, weil ich lesen muss. Kommt vor. Es ist alles da und es ist auch alles in Ordnung. Gucken wir mal, was Flieger sich rein. Yes, das mal. Sag ich lieber nicht, warum hier ein Füllmaterial drin ist. Auf jeden Fall schwer. Das ist das Spiel, das mir immer Angst macht, wenn das hier ankommt, weil das nicht in Folie verpackt ist und einfach immer so aussieht, als wäre das schon gebraucht. Ja, und die Tatsache, dass es keine Verpackung hat, ist halt auch irgendwie bei so einer schwarzen Schachtel. Sieht man nicht, weiß ich nicht, vielleicht. Da ist auf jeden Fall ein bisschen eine Schramme drin. Muss ich mal gucken, was wir damit machen. Ich lege es jetzt erstmal zur Seite, weil ich nicht ganz zufrieden damit bin, wie das aussieht. Das ist, was so schwer ist. Eine Kiste voll mit Dominant Species. Wiegt eine ganze Menge. Gucken, ob auch alles drin war, was wir wollten. Einmal Packungseinheiten, Charles Polis, Dominant Species, 6 Stück sind da. Ja, und Hero Quest. Schauen wir mal. So, erstmal noch die ganzen Kisten versorgen und wegräumen, damit hier kein Chaos aufkommt, weil wir lauter leere Kisten hier stehen haben. So, dann nehme ich euch mal wieder mit.
fahren mal noch ein Stück weiter. Hat jetzt keine arbeitstechnische Relevanz. Ist nur, damit ihr besser sehen könnt, was wir jetzt zu machen. Ist nämlich Ware wegräumen. Den Wagen hier noch. Das neu angekommene muss alles noch in die Regale eingeräumt werden. Damit wir es beim Versand dann leichter haben. Dollars Wanted scheint was Neues zu sein. Haben wir das schon hier auf dem Wagen? Ja, haben wir. Muss nämlich auch auf den Neuheitenwagen. Und weil es neu ist, werfe ich mal kurz noch einen Blick da rein in unser System, was da für Maße und Gewichte drin sind. Und habe hier eine Waage, um Gewichte zu bestimmen. Brauchen wir natürlich für unser UPS-Label. Ja. Ist ein bisschen zu schwer, was wir bei uns momentan drin stehen haben. Ja. Und dann gehen wir mal auch noch gleich die Maße überprüfen. Und dann suchen wir mal einen schönen Lagerplatz dafür. Kartenspiel. So, dann hinterlege ich noch, wo ich das jetzt hingeräumt habe, damit wir das dann auch wieder entsprechend finden können. Nächstes. Das ist kein neues Spiegel. Das hat schon einen Lagerort. Ich muss gucken, wo. Toll. Falscher Barcode, der funktioniert nicht. Problem ist nichts. So. Ja, genau. Das ist sozusagen. Ach ja. Das ist okay, weil das ist nämlich noch eingeschweißt. Dann regt sich der Nächste auf, der hingeht und eins haben will, der kein Messer dabei hat. Ja. Das ist dann entweder der Martin oder ich in der Regel. Dann regen wir uns auf, dass das noch nicht ausgepackt wurde. Nee, wir haben immer ein Messer dabei. Ja, spätestens dann haben wir ein Messer dabei, wenn das erste kommt, was wir auspacken mussten, weil es der, das weggeräumt hat, noch nicht getan hat. Achso, wo habe ich das jetzt hingelegt, die Schlaumeier? Schlaumeier? Auf G3. Ja, Gustav 3. So, jetzt mal hier einmal Etten. Etten ist auch neu, oder? Was? Ja. So. 2200 Meter Schnapp. Willst du damit sagen, dass das nicht nur ein Kilo wiegt? Nee, das wiegt zwei, mit den extra 10% 2,2. Ja. Und läuft raus auf 29,5, auf 29,5, auf mehr als 30 jedenfalls. In der Höhe, ja, 85, völlig egal. Okay. Lagerplatz brauchst du auch noch? Ja. Gut, ich geh mal zum englischen Spiel. Geh mal suchen. Ja. Das machen wir jetzt auf jeden Fall die nächsten, schätze mal, 15 Minuten, bis wir alles wieder leer haben. Und dann macht der Martin weiter die nächste Runde Spieletastischbestellung, die bis um 12 Uhr eingetrudelt sind oder noch irgendwelche Nachlieferungen, die jetzt vielleicht ausgelöst werden durch was, die Spiele, die angekommen sind. Und ich gehe dann mal mich um Social Media kümmern. So, ich habe gelogen. Ich habe mich nicht um Social Media gekümmert. Ich habe erstmal mich um Essen gekümmert. Mittagpause rum. Und jetzt geht's. Aber wirklich mit Social Media weiter.
ist hier jetzt natürlich nicht so viel, was ich hier so tue. Ich meine, ich könnte natürlich das auch noch so weiter rüberschieben. Vielleicht seht ihr halt ein bisschen Unordnung hier. Happens. Vielleicht hat es der eine oder andere schon gemerkt, wir sind noch nicht so hervorragend darin, wirklich regelmäßig unsere Posts auf Instagram und so weiter zu machen. Liegt daran, dass wir eben einfach doch noch relativ kleine Besetzung haben und einfach immer irgendwas dazwischen kommt. So. Aber was ich heute einfach endlich mal wieder machen möchte, ist unseren Topseller der letzten Woche posten. Das heißt, ich muss natürlich erstmal auswerten gehen. So, schauen wir uns mal an, was denn der Topseller der letzten Woche war. So, 14.03.0 Uhr. Bis 20.03.23:59 Uhr. Archinova wurde vorbestellt. Cascadia. Die Tiere vom Ahorntal. Tiere vom Ahorntal. Also, wenn ihr es genau wissen wollt, theoretisch sind die Topseller der Wochen fast immer irgendwelche Kartenhüllen oder Eva und Adam Aufbewahrungssysteme oder sonstiges. Die lassen wir einfach mal weg. Die lassen wir mal außen vor. Ja. Damit ist wohl das meistverkaufte Spiel der letzten Woche oder bestellte Spiel, Umsatzbeteiligung, wie auch immer, die Tiere vom Ahorntal. Jetzt muss ich natürlich erstmal ein Foto machen. Ich mache mal besser noch ein Licht an, damit die Schattenseite auch noch ein bisschen was abbekommt. So. Sascha telefoniert. Auch ein häufiger Zustand hier. Das Telefon klingelt, jemand hat eine Frage. Der Martin traut sich noch nicht vorbei. Der Martin hat mich mit der Kamera gesehen und hat gesagt, ich bleib hier stehen. Moment. Licht aus. Das ist auch Dauerzustand im Lager. Ganz wichtig, Schreibtischarbeit, brauche einen Kaffee. Ich hoffe ja, dass ich das wirklich jetzt dann bald mal in den Griff bekomme, dass ich diese Posts regelmäßig hinbekomme. Das ist es wohl. Das raus. Die Tiere. So, jetzt habe ich wieder das Problem. Der Titel. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ist einfach viel zu lang. Jetzt darf ich mir wieder überlegen, wie ich diese Vorlage anpasse. Dass die noch irgendwie zusammenpassen. Wo ist das Bild?
So. Bild machen wir noch ein Tickchen heller. Haben wir noch ein bisschen dunkel im Studio. So, Bild ist fertig. Ein Beitrag erstellen für Spieletastisch. Ich muss mir was einfallen lassen, was ich dazu poste. Es ist echt gar nicht mal so einfach, sich da immer Text eintragen zu lassen. Tiere am Telefon. Das klingelt jetzt überall. Das heißt, in der Regel kümmert sich die Birgit darum, dass Telefonanfragen beantwortet werden. Dann verlinke ich da natürlich noch Boardgame Circus drauf. Boardgame Circus und Cuplex. Für die Leute, die sich gewundert haben, warum Cuplex immer als Unterstützer dran steht, Cuplex hat uns zwei total schicke Spieltische angefertigt. Die wir jetzt auch immer fleißig als Hintergrund benutzen, weil sie einfach wunderhübsch sind und mit so einem Logo-Design und so weiter. Und damit ist das Posting raus. Ich kontrolliere es nochmal. Ja, ist da. Wunderbar. Und dann werde ich bei Gelegenheit auch noch eine Story dazu posten mit dem Link, dass man es direkt bestellen kann. Dazu brauche ich aber mein Handy. Das geht nicht so einfach. Ja, und jetzt werde ich mich noch dran machen, einige Videos für dieses Event hier zu schneiden. Und dann ist meine Arbeit soweit mit Spieletastisch durch. Das ist so mein Tagesablauf. Die Melli drüben macht noch viel Pflege von dem Shop und Bestellungen der Spiele, Nachbestellungen und so weiter. Genauso der Sascha. Die Birgit kümmert sich immer um die ganzen Anfragen und die Kundenbetreuung, den Kundenservice. Ja. Das war's dann erstmal. Ciao! So, das war ein Tag bei spieletastisch.de mit Sabrina und als Gastbeitrag haben wir die lieben Instagrammer We Love Board Game eingeladen. Die Chrisli und der Stefan, die haben uns hier auch schon besucht, damals noch in Zusammenhang mit Skellig. Und auch sie haben einen großen Instagram-Kanal, haben uns damals auch unterstützt entsprechend und stellen auch jetzt eins ihrer Lieblingsspiele vor. Viel Spaß! Hallo liebe Brettspielfans, vielen Dank erstmal an das Spieletastisch-Team, dass wir mitmachen dürfen. Und herzlichen Glückwunsch zu eurem dreijährigen Jubiläum. So, wir wollen euch Calico empfehlen, da wir das Spiel sehr lieben. Es hat relativ einfache Regeln, man kann es mit fast jedem spielen und das Beste, es gibt Katzen. Und wenn das nicht Grund genug ist, das Spiel zu lieben. Wir wünschen euch viel Spaß mit dem Spiel. Liebe Grüße von uns dreien. So, jetzt haben wir aber noch ein kleines... Ach so, ich darf noch gar nicht weg, alles klar. Nein, du darfst noch nicht weg. Ich bleib sitzen. Jetzt haben wir noch ein Giveaway, nämlich wir verlosen auch ein Calico. Also wir geben es raus, sagen wir mal so. Das ist aber schön. Und was müsst ihr dafür tun? Postet einfach als Kommentar unter diesem Video, welches euer liebstes Plättchenlegespiel ist. Und das war's. Danke, dass ihr halb mitgemacht habt. Schaut doch gerne mal bei den bei We Love Board Game vorbei auf ihrem Instagram-Account oder auf Facebook. Ja. Und ansonsten viel Spaß noch mit dem weiteren Programm. Ja, die guten We Love Board Games waren leider im Urlaub und deswegen haben sie uns ihren Videobeitrag nicht rechtzeitig schicken können. Somit musstet ihr mit mir vorlieb nehmen, aber das Spiel bleibt das gleiche. Calico. Und der Gutscheincode lautet We Love Board Game.
Und auch da haben wir diesen Gutscheincode 30 mal zur Verfügung gestellt und 10% gibt es auf das Spiel plus auf den gesamten Warenkorb. Und ja, dann hoffe ich, dass euch das Spiel auch gefällt und ihr es noch nicht habt und noch den Gutschein noch nutzen könnt. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss. Und dann kann es nach dem Frühstück losgehen. Aber ich glaube, erst muss ich dem Martin noch helfen, den Wagen leer zu räumen. Wobei, er ist praktisch so gut wie fertig und ich tue jetzt eigentlich nur noch so, als würde ich kommen, um ihm zu helfen. Ja, das ist halt immer. Weil er sagt, oh, du kannst der Wagen ist praktisch leer.